Hallo und herzlich willkommen hier auf der Alpenland V3, die Map, wo ich mal gemacht habe. Für LS22, die Map gibt's bei Forbidden Modding oder bei Modhub. Modhoster meine ich, ne? Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen in die Berge. Und da ist mir in den Sinn gekommen, ich habe doch mal so eine Map gemacht, ne? Die ideal ist hier für das Heu-DLC-Pack. Und deshalb hier immer wieder mal ein bisschen hier hauen, mähen. Gut, so schräg ist das jetzt nicht hier. Ich habe nur schrägere Orte gehabt. Oder gemacht schon, ne? Die müssen ja wieder wachsen. Das heißt, heute ein bisschen Heu machen. Na, heuen. Und natürlich in den Bergen brauchen wir einen Steier. Ne? Bisschen Doppelbereifung. Und mit denen kann man eigentlich ziemlich gut. Es geht eigentlich hier, ne? Der mag nicht immer. Aber es geht. So, ich will mal ausklappen. Weil das Mehrwerk ist eigentlich gut, weil es, glaube ich, 4 Meter, 3 oder 4 Meter hat. Irgendwie sowas. Und deshalb benutzen wir das auch. So, ich habe die Halle ausgetauscht. Wir sind da drüben auf, weiß nicht, Farm 2. Ich habe extra einen Multiplayer erstellt, dass ich hier die Farm auswählen kann. Wir sind bei Farm 3. Das ist nämlich drüben. Da können wir direkt rein. Ja, nicht kaputt machen. So, dann müssen wir die Bude zumachen. Den machen wir auch zu, sonst kriegen wir die Dinger nicht auf hier. Wir könnten den nehmen zum Wenden. Den haben wir noch nicht verwendet. Weil, ja, zum Wenden geht, würde er auch gehen. Wir nehmen aber hier den hier. Den Reform... Steht da unten, ne? Der geht eigentlich ziemlich gut. Der hat auch ein bisschen mehr PS. Und der läuft eigentlich ganz gut. Ist ja auch ein kleiner, ne? Aber er läuft eigentlich ziemlich gut hier. Und zum Wenden ist das eigentlich optimal hier. So, ich mache jetzt extra Außenansicht. Wir können dann schon mal ein bisschen reingucken. Das ist auch der neue Wender vom DLC. Man muss hier halt wenig lenken, ne? Sonst macht da hinten so eine ziemliche Scheißerei. Ja, okay. Siehst du, schon wieder zu viel gelenkt. Ich könnte die Lenkung umschalten, ne? Aber ich lasse es jetzt. Er schwappt ein bisschen, aber es geht, ne? Ich mache jetzt noch nicht Innenansicht, weil ich will wissen, ob ich denn hier alles kriege. Extra mal ein bisschen zurückzoomen. Ja, man sieht schon, ne? Profis am Werk hier. Ja, wir können mal reinsitzen. Ziemlich ruhig drin. So wie die heutigen halt sehen, ne? Alles hier, ne? Schalldicht. Das ist natürlich gut. Wir können, glaube ich, hier, ne, die Schaltung war hier nicht. Das war ein anderer hier, ne? Der zieht, ne, schon hier, ne? Also hinten zieht er ein bisschen zu verschorf hier. Wir machen die da außen an sich, da sieht man so ein bisschen besser, wie der sich hier fährt. Gibt auch gute Fotos, ne? Von dem. Ich mag halt lieber die Schwader, die hinten fest sind, ne? Die sich nicht bewegen. Kann ich ein bisschen besser. Aber man muss halt üben, mit dem umzugehen, ne? Das ist halt das. Blinker geht auch, ne? Ja, ja. So, ich finde, die Map passt eigentlich super hier hin. Ich habe den Kuhstall verkauft. Das sehen wir dann nachher. Ja. Und haben wir einfach mal einen coolen, ja, wie soll ich sagen, Hausstall. Ne? Ein Stall mit Haus und Lagerkapazität hingestellt. Da unten sind wir ein Teil davon. Ich weiß aber nicht, von welchem Pack der ist. Ne? War irgendwie beim Farm High Heiser. Scheiße. Müssen wir da unten noch ein bisschen fertig machen, ja. Ich musste gerade studieren. Soll ich jetzt drehen, nicht drehen? Drehen, nicht drehen? Das hat immer die Frage, ne?
So, man sieht ja auch rechts unten, da ist kein Elektro. Also sind alles hier, jetzt habe ich mir schon gedacht, du kleiner Mist-Satan. Der wollte nicht gerade, ne? So, hier hinten ist alles gut. Von außen an sich sieht man das gut, ne? Jetzt müssen wir noch hier und dann können wir schwaden. Jetzt sind wir fertig mit Wänden. Ich habe vorhin Schwaden gesagt, gell? Wenden meine ich doch, oder? Guck mal, wie das dünn aussieht hier, ne? Ich will extra Außenansicht, dass man besser sieht, wie der fährt und wie der sich so verhält. Wir können auch mal hier ein bisschen schräg. Ja, das müsste der hier. Er passt sich ein bisschen an, ne? Gut, so viel kann man ja nicht, ne? Man kann aber vorne auch das bewegen hier vorne. Die Dings. 3 Punkt. Hinten geht's nicht, aber vorne. Ich weiß nicht wieso. Dass man vielleicht Ding machen kann hier, ne? Besser schwaden. Hinten wenden und vorne schwaden oder so. Irgendwie was. Da muss sein Sinn haben, ne? Jetzt suche ich gerade. Nee, Schwade kann man da mit dem anderen nehmen. Nee, ja, wo ist er denn? Wo habe ich den Schwader wieder hingestellt? Das ist die Frage. Vielleicht steht er ja unten. Der steht unten, ne? Ja, da gehen wir mal runter, ne? Wir müssen ja eh runter. Also hier rechts ist jetzt ein Ferienhaus, sozusagen, ne? Und hier unten ist jetzt mein Haus. Ne, einfach schön hier. Wunderschönes Gebäude. Und hier haben wir den Stall. Oben Platz für, ich habe jetzt Strohballen oben. Und noch ein Platz für, ich glaube, Milch rausholen und so was. Kann man auch noch Ballen raufballen. Ballen, genau. Raufballen. So, ein Mischwang habe ich auch schon. Kühe habe ich auch schon drin. Und ich finde das eigentlich so, kann man das gut umsetzen. So, wir fahren jetzt hier quer drüber. Ist auch ein schönes Eck. Hier zum Mähen. So, ich mache aber hier, bin ich jetzt nur Bergbauer. Also ich bin jetzt hier nicht, mache keine Felder oder so. Ich bin jetzt hier nur am Gras mähen. Gras, Silage. Und ist immer wieder mal schön, wieder mal... ja, einfach nur Gras machen, ne? Oder eigentlich nur Kuhbauer, ne? So, machen wir wieder Außenansicht. Schöner Steier. Hier passt wunderbar. Hier hoch. Ja, da muss man ein bisschen mehr hier, ne? Ja, wir müssen... Ich wollte eigentlich hier Ding machen, ne? Ich wollte am letzten. Ja, es ist halt wieder zu heiß. Also, da haben wir ein bisschen die Sprachproblem. ja gut, das sollte gehen hier, ne? Man müsste halt vielleicht das Eck noch ein bisschen runterholen da. Dass wir da ein bisschen besser haben. Hier könnte man eigentlich auch noch ein bisschen gerade machen. Hier muss man ja keine Angst haben, dass es nicht uns gehört, ne? Hier sind auch coole Ecken, wo man hier schön gute Ding machen kann, ne? Das sind so Ecken, die glätte ich gar nicht, weil die sind einfach cool. Also das ist aber die Straße gerade ist, ne? Und die schräg, dann ergibt sich das hier so und das ist schon beim Reality ziemlich nah, ne? Na, jetzt müssen wir hier einmal durchziehen. Ich muss jetzt schnell hier, ne? Ich muss wieder Innenansicht. Hopp, hör auf damit. Mach keinen Scheiß hier. So. Gut. Und jetzt ziehen wir hier ein bisschen rüber.
Kabel im Weg. So, jetzt soll das eigentlich ein bisschen besser sein, wenn man jetzt so guckt. Ja, haben wir ein bisschen rübergezogen. Ich hätte noch einen Fend, aber den benutze ich eigentlich nur für, ich weiß es gar nicht. Ach so, ja, für die Ballen, weil ich da einen Frontlader dran habe. Zum Ballen aufladen und für den Mischwagen. Ist ein älterer, ich weiß gar nicht, ich glaube ein 500er Fend ist es. Vielleicht hast du ihn ja irgendwo gesehen, ich weiß nicht, weiß ich nicht. Ja, jetzt müssen wir hier so ziehen, ne, ganz knapp, und dann sollten wir eigentlich das behalten können. Ja, das ist doch perfekt. So. Meine gut, es ist Sommer und ich habe eine Kappe auf, das stimmt was nicht, ne. Das ist nicht so gut. Brauchen wir im Sommer gar nicht, ne? Ist eigentlich, ja gut, für den Winter, ja, okay. Aber so im Sommerle? Nee, brauchen wir nicht. Na, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt durchziehen. Wie ziehen wir das durch? Ja. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. So kriege ich doch die Kurve nie im Leben da hinten. Soll ich es so machen oder so? Ja. So, wir müssen ja das... Weißt du, wir müssen ja eine schöne Kurve kriegen, dass wir mit dem Ladewagen besser laden können. Und das ist genau scheiße, ne? Mal gucken, ob das behoben ist. Warte. Die haben das echt behoben, ne? Das ging ja zwischenzeitlich nicht mehr, ne? Da bist du hier drüber gefahren und dann alles geschwuddelt, ne? So, jetzt ziehen wir da ein bisschen rüber. So. Ich will die Kurve noch ein bisschen besser. Was soll sie ja nachher schön haben? Lieber jetzt ein bisschen mehr Zeit investieren. Dann holen wir es nachher besser. Siehste? Siehste? Dort nenne ich mal hier geswordert hier. So, jetzt können wir wieder reinsitzen. Ist sowieso besser, ne? So, jetzt holen wir den Ladewagen. Müssen wir aber den Zwarer wieder runter machen. Den Zwarer. Hab ich vorne eine Hydraulik? Joi. 3 Punkte. Da hätten wir. Da können wir den Zwarer hier reinballern. Das stört ja da nicht. Den brauchen wir eh hier oben die ganze Zeit. Na. Das wird ein bisschen eng hier, ne? So. Dich ballern wir hier wieder rein. Dich brauchen wir jetzt nicht. Passt aber auch gut die Halle hier, ne? Bin ich schon froh, dass ich solche Sachen behalten habe. Vom Ding runterladen, weißt du, von Maps und so. So. Also weißt du jetzt, was wir machen, ne? Weißt, kennst du die Farbe? Naja, das Schild da. Diesmal aber Reform ist. Eigentlich, die Reform ist meistens ja rot, ne? Aber scheiß drauf. Ich finde grün besser. Ich weiß gar nicht, ob es Schild da noch gibt, ne? So. Das ist scheiße. Na komm. Ja. So, hier, 8 ist gut. Das ist schon mehr realistischer. Die wäre wahrscheinlich auch wieder zu schnell, aber... Ne, wenn es steil ist, darfst du nicht so schnell. Machen wir Außenansicht schnell, ne? Wir gucken. Hier drinnen macht er, wenn ich schneller fahre... Ne, am Anfang macht er ja hier, ne? Dann spritzt er die Sau. Dann machen wir mal Licht. Licht.
Was mit der unteren Lichter? Ach, das Blinker. Und die oberen? Wo machen die? Fahr doch nicht vorwärts. So. Oh. Ein Pickup. Eis, Alter. Dann haben wir die Taste 3 und dann fahren wir. Oh, jetzt wird's scheiße. Jetzt kriegen wir das nie hin. Wir haben jetzt schon verkackt. Normalerweise hat man ja jemand mit dem Rechen, ne? Der da ein bisschen hier das Zeug aufliest. Aber naja. Oh, jetzt haben wir es gekriegt. Das ist halt immer, wenn das Pickup ganz hinten ist, ist es schwieriger zu treffen, weil hinten lenkt ja auch. Man könnte es ja umstellen eigentlich, ne? Aber da musst du die Kurve vorher nehmen. Und dann kommst du gut rüber. Dann passt es. So, wir sollten sogar zwei Ladewagen rauskriegen. Ne, hier muss ja auch gemäht werden. Ne, immer mache ich unten die Fläche. Dann machen wir aber dann irgendwie so Ballen oder so, weißt du? Also, muss ich ja hier, da unten habe ich schon gemäht. Aber immer noch stückchenweise, weißt du? Immer so und dann wieder mal schlafen und dann wächst es wieder ein bisschen. Dann kann man immer wieder mähen. Ja, das Licht können wir ja nicht ausmachen. Hui, was macht er denn da? Das ist, wenn man überall rumspielt, ne? Fährt einfach zu schnell, ne? Machen wir hier noch ein bisschen weg. Ein bisschen Erde mitnehmen, ne? Alles für die Gesundheit der Tiere. Ne, hier aber müssen wir noch nicht. So, wir können ja das nicht mehr runter machen. Ich glaube, der hat einfach weniger Platz dann. Ja, jetzt kippe mal ab. So, schön machst du das. Ich mag den irgendwie. Ich wollte mal einen Vergleich machen mit den, die sind alle bei Diverses drin. Mit dem Lindner und mit dem Reform. Der Reform hat 109 PS, kostet 126.000. Der kleine Reform 95, 122. Ne? Der ist günstiger. Ja, ist halt älter, ne? Ein bisschen älter. Den kann man kostenlos runterladen. Ich finde den auch nicht schlecht. Ich finde den eigentlich ganz gut. Da gibt es ja noch Dings dazu, ne? Auch ein Ladewogen für den hier Lindner, der hat 11.200. Denn für wen ist der denn? Kann man den denn auch hier drauf machen? Das würde mich jetzt aber hier sowas von interessieren. Das würde mich jetzt interessieren. Ist das kompatibel? Das wäre ja interessant. Den hier, der ist vom Lindner Linktrack DLC. Der hat aber nicht so viel Platz, gell? Probieren wir mal. Das wäre ja richtig cool, wenn das dran gehen würde, ne? Nee, das geht nicht. Das geht doch. Ich kack mich ab. Hey, yo, das geht ja. Das ist ja nice. Das ist ja cool. Probieren wir gleich. Den kann man aber nicht runter machen, gell? Hier kann man nichts. Beifahrig, schnell Lenkfresh, nicht alles nix. Probieren wir doch gleich mal. Ist ja im Prinzip das gleiche, aber. Es sieht ja gerade ein bisschen anders aus, ne? Ah ja, wir müssen ja wieder die Tasche drücken, ne? Wir sollen ja nicht so schnell fahren. Das ist ja cool. Ich finde irgendwie, der passt sogar besser hier drauf, ne? Mist, warte. Jetzt kommt's, ne?
Vollmer-Pack? Ah nee, der ist ja falsch. Hier, da müsste ja derlich aufpassen, ne? Aufpassen, auch passen. Wäre ja... Das ist ja geil, ne? Da kann ich ja das kombinieren. Jo. Also, das finde ich auch immer nice. Das ist geil, ne? Jetzt kann man ja das DLC kombinieren. Ich fahre jetzt extra schneller. Wir können mal reinsitzen, aber da sehen wir das zögerlich, ne? Kann man sogar besser sehen, ja. Besser sehen. So. Hui! Das ist aber jetzt hier. Das sieht geil aus, ne? Da hat die Anzeige links oben ein kleines Problem. Der passt nicht so ganz hier, ne? Das läuft sogar besser, ne? Das läuft sogar besser. Aber das ist ja geil. Das ist, habe ich jetzt, ist mal gar nicht, ich habe gedacht, na komm, vergiss es. Das geht doch nie im Leben. Doch, in diesem Leben geht's. Yo, guck mal, wie dünn, dass er das gemacht hat hier, ne? Ich finde das geil, ja. Das ist schön. Jetzt gehen wir gleich mal gucken. Dürfen wir denn überhaupt abhängen? Warte mal, machen wir gleich mal hier. Das geht. Nicht auf die Fresse fallen, ne? Jetzt gehen wir gleich mal gucken. Da müsste ja theoretisch dann auch gehen. Oder praktisch. Wäre praktisch. Oh, ist das geil, ey. Das passt ja, ey. Das ist ja geil. Das ist ja nice, du. Jo, da müssen wir gleich nochmal nach Halle hier Hanfpflanzen. Hinpflanzen. Wir brauchen hier eine Holly. Irgendwo machen wir dann, das stellen wir mal hier hin. Da muss ich doch dann eine Halle haben, ne? Für die ganzen hier, ne? Brauchen eine Holly. Aber wo? Da oben? Ne. Das ist eine gute Frage, ne? Wo ballern wir das hin? Aber leider müssen wir da aufhören, ne? Die Zeit ist schon wieder vorbei, du. Aber wenn du das DLC hast, kannst du das mit dem Lindner DLC von Giants kombinieren. Das Lindner Pack DLC gibt's, glaube ich, bei Giants. Das ist ein Mod, genau. Das war ein Mod. Und den kann man kombinieren. Also wenn du das hast, kannst du das mit dem... Ne? Das ist nice, ey. Das ist nice. So. Dann suche ich mir mal ein Plätzchen und werde mir ein Hallchen. Vielleicht machen wir dieses scheiß Gebäude weg hier. Ejo. Muss ich gucken. Weiß noch nicht. Was gut aussieht und was scheiße aussieht. Aber ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Wir sehen uns. Also, bis dann.